Jetzt kommen wir zum, sag mal, vielleicht trockeneren Teil, aber es nützt natürlich nicht, sich nur Beispiele anzugucken. Sie haben jetzt eine gute Idee davon, was es alles für verschiedene Arten von Retrieval-Systemen und Retrieval-Problemen gibt. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal von Grund auf aufgehen. Worum dreht sich es eigentlich beim Information Retrieval? Was ist Information Retrieval? Und wir fangen an mit ein paar Definitionen. Erstens Daten, zweitens Information und drittens Wissen. Daten sind hier definiert als Sequenz von Symbolen, die auf einem Medium gespeichert sind. Symbole, das können alle Arten von bedeutungstragenden Einheiten sein, Buchstaben im Endeffekt, können aber auch Einsen und Nullen, Sequenzen von Einsen und Nullen auf einer Festplatte sein. Und Daten sind üblicherweise organisiert in irgendwelchen Dokumenten. Nehmen Sie eine Steintafel, die hat klare Grenzen und darauf sind Texte eingemeißelt worden in der Antike. Heute sind es halt klar definierte Abschnitte im Dateisystem einer Festplatte oder eines Flash-Chips, der mit irgendeinem Dateisystem formatiert ist und die nennen wir Dokumente. Informationen, das sind Daten, die nützlich sind. Daten können alles Mögliche sein. Wenn ich hier auf diese schön plane weiße Fläche einfach einen schwarzen Punkt mache, ist das ein Datum. Ist aber nicht nützlich. Also das heißt, Nützlichkeit der Daten orientiert sich immer an denen, die sie für nützlich halten, also an Ihnen oder an mir. Und Nützlichkeit kann Meinungstragen bedeuten, es kann Interpretierbarkeit bedeuten auf einer unteren Ebene, es kann sein, dass es sich um einen Fakt handelt, der über die Welt existiert. Es kann in irgendeiner Weise Wissen sein, das, jetzt habe ich schon das falsche Wort verwendet, nein, das ist noch kein Wissen, es kann in irgendeiner Weise belehrend sein für Sie, informativ oder auch wichtig. Das ist alles, kann man alles unter nützlich verstehen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Daten und Informationen? Dafür gehe ich mal auf die Bemerkungsfolie hier und zeige Ihnen dieses schöne Beispiel. The Earth has only one moon. Das ist eine Faktaussage. Ist aktuell nicht mal wahr, weil aktuell haben wir zwei Monde. Kurzfristig. Können Sie nachgucken. War aber bis vor kurzem wahr und wird auch wieder wahr sein. Die Erde hat nur einen Mond. Und man kann im Prinzip solche Faktenaussagen, das ist eine Aussage, das ist eine Aussage, die man mit einem Wahrheitswert belegen kann, als Daten plus Fragen interpretieren. Und ich könnte ja auch diese Aussage umwandeln in: Does the Earth have only one moon? Yes. Das ist eine klare Aussage. Aktuell wäre es no, aber wie gesagt. Wenn ich jetzt das hier streiche und das ist nur ein Bit Information, dann ist die Information aus dieser Aussage, obwohl sie exakt denselben Inhalt hat, verschwunden. Does the Earth have only one moon? Fragezeichen. Ohne eine Antwort, ohne eine Wahrheitsbelegung dieser Aussage, the Earth has only one moon, haben wir keine Information. Das ist eine Möglichkeit, sich den Unterschied ein bisschen klar zu machen. Nützlichkeit hier auch nochmal: a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Wissen Sie alle, was das ist? Pythagoras. Könnte nützlich sein für Sie, weiß ich nicht. Sie kennen es auswendig. Wenn ich Ihnen das vorlege, sagen Sie, ja, und? Für einen Schüler, der gerade eine Arbeit schreibt, recht nützlich. Und das eben noch lernen musste. Also Nützlichkeit ist subjektiv. Deswegen ist die Antwort, die eine Suchmaschine Ihnen gibt, die Information, die eine Suchmaschine Ihnen gibt, subjektiv nützlich für Sie oder auch nicht. Je nachdem, wie gut die Suchmaschine Sie persönlich verstanden hat. Deswegen sammelt Google eben so viele Informationen über Sie persönlich. Ihre Suchanfragen oder was immer Sie sonst bereit sind oder nicht bereit, Ihnen zu geben, hilft Google, Ihnen bessere Ergebnisse zu liefern. Wissen in dem Zusammenhang, der Vollständigkeit halber hier, ist ein Gedanke,
der charakterisiert ist dadurch, dass er ein sogenannter Justified True Belief ist. Also drei Komponenten, die das Wissen benötigt. Sie müssen irgendeine Begründung dafür haben, Justification. Sie müssen es glauben. Sie müssen daran glauben. Und es muss auch noch wahr sein. Nehmen Sie auch nur eine Sache davon weg, dann handelt es sich nicht mehr um Wissen. Kann es sich nicht mehr um Wissen handeln. Auch dafür haben wir hier nochmal ein Beispiel. Ich weiß, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Darauf können wir uns alle einigen. Wenn ich dagegen halte, ich weiß, Bonn ist die Hauptstadt von Deutschland, ist nicht mehr wahr. Kann das Wissen sein? Das ist kein Wissen. Oder solche Dinge, die man, ich sag mal, in der Praxis vielleicht häufiger hört. Ich weiß, Bayern, das ist Deutschland, das wird auf jeden Fall unentschieden ausgehen. Ganz klar. Das ist eine Aussage über ein fortlaufendes Ereignis oder ein zukünftiges Ereignis. Ich hab's im Urin, es wird so rauskommen, aber am Ende ist das kein Wissen. Ich mag noch so fest daran glauben, aber es wird nicht notwendigerweise der Fall sein. Wer weiß, dieser Tage. Lass mich kurz noch reinlesen. Ja, genau. Wissen ist dazu geeignet, Sie zum Handeln zu bewegen. Alles, was Sie im Kopf haben, was Sie wissen, wovon Sie glauben, dass Sie es wissen, und Sie, egal was Sie wissen, Sie werden es immer auf irgendeinen Glauben zurückführen. Und sei es auch ganz Banalitäten, dass 2 plus 2 4 ergibt. Das müssen Sie glauben, auf einem gewissen Punkt. Sie können es zwar an den Fingern nachzählen, aber noch tiefer können Sie nicht gehen. Und alles, was Sie im Kopf haben, ermöglicht Ihnen, Probleme zu lösen, die Sie täglich haben. Ohne nachzudenken, im Idealfall, oder mit ein bisschen Nachdenken, um verschiedene Wissensstücke, verschiedenes Wissen miteinander zu verknüpfen, um das Problem zu lösen. Fakten helfen natürlich auch und die kann man auch auswendig lernen. Fakten kann man auch externalisieren und dann erhält man sogenannte Wissensbasen, also Dinge, die man begründen kann, referenzieren kann, wie in Wikidata. Daher auch im Wikidata ist es nicht wichtig für einen Fakt, dass er, um in Wikidata zu stehen, dass er wahr ist, sondern nur referenzierbar ist. Aber damit es sich um Wissen handelt, muss er auch noch wahr sein. Gut, und darüber hinaus haben wir dann noch drei weitere Definitionen, die darauf aufbauen. Wir wollen ja irgendwie Information Retrieval machen. Es geht um das Wort Information in Information Retrieval. Dafür brauchen wir ein Informationssystem. Und wir brauchen den Begriff des Informationsbedürfnisses und den Begriff der Relevanz. Ein Informationssystem, jetzt wird es etwas langweilig, weil nur eine Liste, ist ein System, das Informationen sammelt, erzeugt, speichert, verarbeitet, verteilt und alle dazugehörige Hardware, Software, die Menschen, die sie betreiben, die Nutzer, die dazugehören und die Daten, die dem Ganzen zugrunde liegen, selbst. System heißt nicht nur das Computersystem, um das wir uns hier eigentlich bemühen wollen, das sie erlernen sollen zu bauen, sondern es handelt sich um ein soziotechnisches System. Die Bibliothek ist ein Informationssystem für sie. Alles, was die Bibliothek ist, angefangen beim Haus bis zu denjenigen, die das Haus finanziert haben. Und weiterfinanzieren, die darin arbeiten, die ihnen helfen, Informationen darin zu finden. Ein Informationsbedürfnis ist etwas, was in Ihnen, in uns allen entsteht, wenn wir feststellen, dass unser Wissen nicht ausreicht, beziehungsweise dass wir, wenn wir ein Ziel verfolgen und feststellen, dass wir es nur aus unserem eigenen Können und Wissen nicht erreichen können. Dann entsteht automatisch, und man könnte die Vermutung aufstellen, auch ein psychologischer Druck, also ein Trieb,
sich Informationen zu beschaffen. Relevanz nun ist der Grad, zu dem eine Portion Daten, und jetzt nochmal ganz an den Anfang hier, Daten, Informationen, Wissen. Relevanz ist der Grad, zu dem eine Portion Daten nützlich ist. Also das heißt, das Informationsbedürfnis eines Nutzers befriedigt. Und die Aufgabe einer Suchmaschine, eines Informationssystems ist es, ihnen Relevantes zu liefern. Je relevanter, desto besser. Und etwas ist mehr relevant, wenn es ihnen noch besser dabei hilft, ihr Bedürfnis direkt zu befriedigen, anstatt dass sie sich vielleicht mehrere relevante Sachen angucken müssen, die alle nur einen Teil dazu beitragen, ihr Informationsbedürfnis zu befriedigen. Soweit klar die Begriffe? Noch Fragen? Die müssen Sie schon drauf haben. Also gucken Sie sich in Ruhe nochmal an. Steht hier auch alles nochmal. Das Ganze möchte ich jetzt hier nochmal anschaulich in Beziehung setzen, weil die Begriffe sind doch recht, sage ich mal, lose hintereinander weg. Und Sie sollten sich vergegenwärtigen, Sie sollten sie auch lernen, würde ich vorschlagen. Das spielt eine Rolle, das sind wirklich grundlegende Begriffe. Wir werden diese Begriffe immer wieder verwenden im Laufe der Vorlesung. Und die Zusammenhänge sehen Sie jetzt hier nochmal. Was hier schwerlich bis gar nicht zu sehen ist auf der Folie, eigentlich ist hier ein Kopf drumherum. Sie sehen es, wenn Sie die Folie vor der Nase haben. Leider ist der Beamer hier jetzt gerade nicht gut genug, das abzubilden. Wir haben im Kopf ein Ziel oder eine Aufgabe. Und wenn wir damit befasst sind, dieses Ziel zu verfolgen oder die Aufgabe zu erfüllen, dann kann es sein, beziehungsweise dann ist es erstmal so, dass wir als allererstes auf das bereits erlernte Wissen zurückgreifen. Alles, was wir schon uns angeeignet haben im Laufe unseres Lebens, wird herangezogen und daraufhin geprüft, inwiefern es dazu nützlich ist, unsere Aufgabe oder unser Ziel, unsere Aufgabe zu erfüllen oder unser Ziel zu erreichen. Oft genug stellen wir fest, insbesondere im universitären Kontext, aber sicherlich auch außerhalb ohne Ende, dass wir nicht über ausreichendes Wissen verfügen, um die Aufgabe einfach so zu erledigen. Wir stellen eine Wissenslücke fest. Das heißt, um die Aufgabe zu erfüllen, um das Problem zu lösen, brauchen wir etwas. Und daraus ergibt sich durchaus ein Bedürfnis. Das kann sich tatsächlich als eine Art, auch anfühlen wie ein Bedürfnis. Mir fehlt was, ich brauche hier dringend ein Stück Informationen und man hat dann durchaus den Drang, auch nach Informationen zu suchen. Also es ist nicht ganz falsch, von einem Informationsbedürfnis auch ähnlich wie einem Trieb nachzudenken. Wir wollen uns neue Informationen suchen, damit wir schneller vorwärts kommen in Zukunft, damit wir auch uns selbst verbessern, damit wir in Zukunft nicht mehr aufgehalten werden, unsere Probleme zu lösen. Diesem Informationsbedürfnis müssen wir nachgehen. Das heißt, wir müssen aktiv werden und wir wenden uns üblicherweise an irgendein Informationssystem. Dieses Informationssystem besteht üblicherweise enthält üblicherweise irgendwelche Daten in Form von Dokumenten, aber es kann auch genauso gut sein, dass Sie einfach den Nachbarn fragen. Das ist auch ein Informationssystem. Das heißt, wenn Sie gute Kontakte haben zu Leuten, die sich auskennen mit bestimmten Bereichen, können Sie die auch einfach fragen und erhalten das benötigte Wissen auch direkt. Und genau das machen wir jetzt auch, egal welches Informationssystem wir ansprechen. Wir formulieren eine Anfrage in Form einer Query. Das heißt, wir formulieren eine, also hier ist hier, im Englischen kann man das schön trennen, wir formulieren einen Request in Form einer Query. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, was wir als Frage im Kopf haben, ist nicht notwendigerweise das, was wir als Frage tatsächlich stellen. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Insbesondere haben wir den Unterschied ja in der letzten Vorlesung gesehen bezüglich der Art und Weise, wie wir häufig mit Suchmaschinen umgehen, dass wir unsere Frage nicht notwendigerweise ausformulieren, sondern dass wir einfach Stichworte eingeben. Das heißt, wir formulieren unsere Anfrage als einer zum Beispiel Schlüsselwortanfrage und das Informationssystem arbeitet dann auf unsere Anfrage hin und liefert uns Dokumente. Und hoffentlich Informationen.
aber die Information liegt im wahrsten Sinne, und hier kann man es leider nicht sehen, aber hier ist genau das Auge der Person im Auge des Betrachters. Und zwar insofern, als dass wir jetzt diese Informationsbrocken tatsächlich nach und nach prüfen müssen, ob sie unser Informationsbedürfnis erfüllen bezüglich der Wissenslücke. Das heißt, wir stellen fest oder klären für uns selbst, handelt es sich um relevante Informationen? Wie stark, wie ist der Grad der Relevanz der Dokumente, die wir sehen? Wenn wir sie nicht als ausreichend empfinden, dann ist das Informationsbedürfnis nicht gestillt und wir müssen weiter in diesem Kreislauf voranschreiten, bis das irgendwann der Fall ist. Bis unsere Wissenslücke geschlossen ist oder hinreichend geschlossen ist, dass wir glauben, dass wir das Ziel erreichen oder die Aufgabe erfüllen können. Und damit ist das Verhalten, das wir an den Tag gelegt haben, beendet. Man spricht in diesem Zusammenhang einerseits, alles, was sich auf dieser Seite außerhalb der Person, die Sie jetzt hier nicht sehen, dummerweise befindet, vom systemorientierten Information Retrieval und andererseits vom kognitiven und userorientierten Information Retrieval. Das kognitive Information Retrieval bezieht sich auf die Schnittstelle, also das heißt insbesondere auf die Art und Weise, wie wir Anfragen stellen und wie wir Informationen aufnehmen. Das ist dann Human-Computer Interaction. Der Schnittstellendesign des Informationssystems spielt hier eine große Rolle. Und das userorientierte Information Retrieval betrachtet den gesamten Prozess, also das ganze Informationssystem inklusive aller soziotechnischen Akteure da drin. Wir befassen uns hier in der Vorlesung hauptsächlich mit dem systemorientierten IR. Das heißt, Sie lernen hier, wie man ein Informationssystem auf technische Weise umsetzt, um im Idealfall hier in dieser gesamten Gemengelage eingebaut zu werden. Gibt es Fragen bis hierhin? Ja. Nochmal bitte. Ja, also kognitives Information Retrieval bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen dem System und dem Menschen, das heißt die Art und Weise, wie wir Anfragen formulieren können und die Art und Weise, wie sie uns präsentiert werden. Und auf diese Weise können wir durch geeignetes Schnittstellendesign kann man die Nutzung einer Suchmaschine deutlich verbessern. Das ist, was Google ununterbrochen macht. Das haben wir beim letzten Mal auch diskutiert bezüglich der Frage, ob zum Beispiel ein Snippet hervorgehoben werden soll. Sollte überhaupt ein Snippet da sein oder ähnliches. Und das userorientierte Information Retrieval bezieht sich auf den Menschen im Kontext sozusagen der Informationssuche, also auf die ganze Situation, in der Menschen versuchen, sich Informationen zu beschaffen. Wie verhalten sich Menschen dabei? Das wird von Sozialwissenschaftlern studiert. In der Informatik ist das eher selten der Fall. Das höchste der Gefühle, wo wir uns mit dem systemorientierten eher hinbewegen, ist, dass wir versuchen, natürlich personalisiert Anfragen zu beantworten, anstatt nur zu schauen, ob die Nutzer zufrieden sind oder ähnliches, sondern wir versuchen, das System darauf zuzuschneiden, dass es wirklich auch auf einzelne Nutzer eingehen kann. Weitere Fragen? Gut. Dann können wir jetzt das Information Retrieval an sich definieren, und das ist dann die letzte Definition, die jetzt hier noch kommt. Information Retrieval ist die Aktivität, sich Informationen, relevante Informationen aus bezüglich eines Informationsbedürfnisses aus Daten zu besorgen. Das ist im Prinzip im Großen und Ganzen das, was wir als Menschen tun. Wir retrieven Informationen, um weiterzukommen. Und als Forschungsfeld, das ist dann der zweite Aspekt der Definition hier, ist das Information Retrieval das Studium der Rolle von Informationssystemen im Wissenstransfer von Daten zu Personen sowie das Design, die Implementierung und die Evaluierung und die Analyse von solchen Systemen. Also das heißt, wir befassen uns im Information Retrieval im Allgemeinen mit der Rolle von Informationssystemen in diesem Zusammenhang. Hier nochmal auseinandergesetzt, auch in Bezug zur vorigen Folie, die Rolle des Informationssystems einerseits als
tatsächliches technisches System, als Technologie, kognitives eher, das heißt die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, und userorientiert Informationssysteme als soziotechnische Systeme, das heißt der Mensch im Kontext. Und die Aspekte Design, Implementierung, Evaluierung, Analyse beziehen sich dann einerseits hier, insbesondere beim systemorientierten IR, auf die Architektur des Systems, welche Algorithmen kommen zum Tragen, welche Schnittstellen werden verwendet. Implementierung, was brauche ich für Hardware, wie wird die deployed, wie kann ich sie maintainen, damit werden wir uns hier ein bisschen weniger auseinandersetzen, es geht bei uns mehr um die Architektur und die Algorithmen. Evaluierung, wie kann ich die Effektivität und insbesondere die Effektivität, aber auch die Effizienz des Systems sicherstellen, und Analyse, welche Experimente kann ich durchführen, um genau das festzustellen, muss ich User-Studien machen oder gibt es zum Beispiel Dinge wie Log-Analyse, die mir dabei hilft, Personalisierung zum Beispiel des Systems zu verbessern. Die größten Herausforderungen im ER, die habe ich dann teilweise ganz am... Ah, Verzeihung, ja. Ja, gerne. Ja, genau. Wichtige Frage. Gut, dass Sie fragen. Also man spricht üblicherweise von Performance, wenn man beide Begriffe zusammenfassen möchte. Das lesen Sie ganz häufig auch in wissenschaftlichen Papieren oder in Ihrer Literatur. Performance, man spricht von der Performance eines Systems. Was damit gemeint ist, ist üblicherweise die Effektivität, das heißt die Qualität des Ergebnisses. Finden Sie das Ergebnis gut? Und zusätzlich die Effizienz. Effizienz heißt, wie schnell kommt das Ergebnis? Das heißt, wenn ein System effizient ist und Ihnen schnell ein Ergebnis liefert, heißt das nicht, dass das Ergebnis auch gut ist. Wenn das Ergebnis gut ist, heißt es nicht, dass das Ergebnis schnell geliefert wurde. Man wünscht sich im Endeffekt beides. Bei Google sind Sie es gewohnt, die Suchanfrage einzutippen und schon auf den Knopfdruck hin erhalten Sie das Ergebnis. Google hat mal in Studien auch tatsächlich, das ist tatsächlich das kognitive IR, die haben herausgefunden, dass wenn das Suchergebnis langsamer kommt als in 300 Millisekunden zu Ihnen, dann merken die Leute das und empfinden das System als langsam, sluggish, schlecht. Sobald es schneller ist, die Antwort instantaneous ist. Und da ist diese 300 Millisekunden, sind da so eine, ich würde sagen, fast magische Grenze. Das ist so, da setzt das bei uns ein, dass wir ein technologisches System wirklich als schnell und toll und angenehm zu benutzen empfinden. Also schnelle Response-Time ist nett, braucht man unbedingt. Jetzt muss man ganz klar sagen, die Suchsysteme, die wir erforschen, die sind nicht primär so schnell. Wenn in der Forschung, das heißt hier gerade im Forschungsbereich Information Retrieval, sind wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hauptsächlich damit befasst, zu prüfen, wie man erst ein hochqualitatives System bauen kann. Erst wenn ich weiß, wie ich hohe Qualität des Suchergebnisses erreichen kann, lohnt es sich wirklich Zeit da rein zu investieren, die Effizienz des Vorgehens zu steigern. Wenn ich zu schnell anfange, mir darum Sorgen zu machen, dass alles schnell und schnell ist, dann verliere ich eventuell oder lege Scheuklappen an bezüglich Ideen, die eventuell relevant wären, dafür ein besseres System zu bauen. Und man muss erstmal herausfinden, wie etwas gut funktionieren kann, bevor man sich entscheiden kann, auf gewisse Dinge zu verzichten. Weitere Fragen? Okay, ja, die Hauptherausforderungen beim Information Retrieval sind vage Anfragen, unvollständiges Wissen und dann zuletzt, etwas weniger ausgefeilt hier, Accuracy of Results and Efficiency. Es tut mir leid, wie gesagt, der Beamer ist nicht sonderlich gut, die Grauauflösung zeigt es nicht, aber hier steht Text, den können Sie nochmal nachlesen, ich sage jetzt was dazu, ne? Aber zumindest auf der Aufzeichnung wird es dann auch zu sehen sein. Also vage Anfragen bedeutet, dass wir üblicherweise, wenn wir Informationsbedürfnisse empfinden, die nicht notwendigerweise in absoluter Klarheit formulieren können. Das heißt, wenn wir eine Frage an eine andere Person haben zu etwas, was wir nicht wissen, dann kennen wir eventuell nicht mal die Begriffe, nach denen wir fragen müssen. Und dasselbe gilt üblicherweise auch, wenn wir Suchmaschinen verwenden.
Wenn Sie eine Wissenslücke verspüren und diese Wissenslücke größer ist, dann müssen Sie sich erstmal erarbeiten, wonach man eigentlich fragen sollte, damit man die richtigen Ergebnisse bekommt. Und das gilt hier beim Information Retrieval auch. Unsere Anfragen sind vage, einerseits, weil wir nicht genau wissen, wonach wir fragen sollen, weil wir Dinge stark verkürzen und einfach denken, dass diese 3, 4 Wörter, die wir jetzt gerade eingetippt haben, schon ausreichen, und weil Sprache ambig ist. Ein und dasselbe Wort hat üblicherweise viele verschiedene Bedeutungen, kann in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden, und die Kombination verschiedener Wörter in einer Anfrage heißt immer noch nicht, dass man ganz klar umrissen hat, worum es eigentlich geht. Gleichzeitig unvollständiges und unklares Wissen. Sowohl wir wissen nicht alles, können auch nicht alles wissen. Und andererseits, was immer wir für Dokumente im Web finden, die sind auch nicht notwendigerweise korrekt, vollständig und lassen sich lesen wie ein perfektes Buch zu einem Thema oder ähnliches. Das bedeutet, wir sind konfrontiert damit, dass die Information, die wir im Web finden können, unvollständig ist. Es gibt auch themeninhärente Unklarheiten. Zum Beispiel, wenn wir nach politischen Themen suchen, da gibt es keine klare Antwort. Es gibt kontroverse Themen, da gibt es einfach aktuell keine klare Antwort. Und das bedeutet, man wird automatisch damit konfrontiert, dass das eine Dokument etwas das eine sagt und das andere Dokument sagt etwas völlig anderes. Und beide beanspruchen für sich, dass es doch die beste Antwort gewesen wäre. Es gibt Themen, da geht es mehr um den Glauben, um verschiedene Aspekte, wonach einem das Herz steht, Geschmacksfragen im Allgemeinen. Es gibt Themen wie Geschichtsschreibung oder Nachrichten, einerseits den Blick in die Vergangenheit, Geschichtsschreibung. Letztendlich haben wir keine perfekte Information darüber, was in der Vergangenheit alles vorgegangen ist. Wir haben nur ein paar Dokumente, die übrig geblieben sind und müssen versuchen, die zu interpretieren. Wenn wir in die Zukunft gucken wollen oder in das aktuelle Tagesgeschehen, erhalten wir nur das Zerrbild dessen, was gerade in den Nachrichten da ist. Und letztendlich muss man ganz klar sagen, es braucht immer jemanden, der etwas ins Web hineinschreibt, damit wir es auch finden können. Und wenn jemand, wenn das, wonach wir gerade suchen, zufälligerweise gerade nicht drinsteht, dann können wir es auch nicht finden. Ja, die Hauptvoraussetzung, das haben wir eben schon gesagt, ist die Effektivität hier, Accuracy of Results, wie gut sind die Ergebnisse wirklich, und dann kommt zu guter Letzt erst die Effizienz. All das ist hier auch nochmal intensiv beschrieben, insbesondere auch noch das Problem bezüglich userorientiertem IR. Die Definition davon ist sehr, sehr vage auch, also konzentrieren Sie sich vor allem auf das Systemorientierte, wir werden uns damit nicht tiefer auseinandersetzen. Dann kommen wir jetzt zur Abgrenzung des Information Retrievals in der Einleitung. Das heißt, Information Retrieval steht nicht alleine als Forschungsfeld, sondern es ist angebunden oder auch kommt aus anderen Forschungsfeldern, die ich teilweise auch schon erwähnt habe. Hier eine paar Abgrenzungen. Zum Beispiel Abgrenzung zum Datenretrieval, also das, was mit Datenbanken üblicherweise gelöst wird. Während Sie in einer Datenbank, und Van Rijsbergen hat hier eine schöne Gegenüberstellung gemacht, was die Unterschiede sind, während Sie in einer Datenbank eine Anfrage, zum Beispiel in einer ganz klar formalisierten Anfragesprache spezifizieren wie SQL, ist es im Information Retrieval so, dass Sie einfach eine hochsprachliche Anfrage stellen. Die Antwort, die Sie von einer Datenbank erhalten, ist exakt. Sie erfüllt exakt die Anfrage, die Sie bekommen. Beim Information Retrieval erhalten Sie bestenfalls eine teilweise Anfrage. Nicht alle Dokumente enthalten alle Informationen, es gibt nicht immer das eine Dokument, das alle Informationen enthält, das Sie benötigen. Sie müssen sich mehrere Dokumente angucken. Nicht notwendigerweise alle Dokumente, die Sie bekommen, enthalten auch alle Informationen, die Sie benötigen. Das bedeutet, für jede Anfrage können Sie davon ausgehen, dass Sie nur einen Teil dessen bekommen, was Sie brauchen. Aber durch das Ranking der Ergebnisse, was bei Datenbanken üblicherweise nicht vorgenommen wird, es sei denn, Sie fragen explizit danach, erhalten Sie aber im Information Retrieval den Best Match zuerst. Das heißt, das, was zumindest nach Systemmeinung am besten, am relevantesten ist. Wenn Sie eine Anfrage an eine Datenbank abgeben in einer Anfragesprache wie SQL, dann wird das Ergebnis formal hergeleitet. Es handelt sich um einen deduktiven Prozess, der Ihnen das Ergebnis aus einer Datenbank liefert. Das heißt, es ist definitiv so, dass das Ergebnis quasi beweisbar das richtige Ergebnis ist in Bezug auf die Anfrage, die Sie gestellt haben. Beim Information Retrieval durchlaufen Sie eine induktive Inferenz.
das, was von, wovon sie glauben oder das Information Retrieval denkt, anhand vorhergesehener Beispiele oder einer Art von Heuristik, die Menschen aufgestellt haben, eine Annahme, dass wenn dieses Wort oder jenes Wort nur häufig genug im Dokument vorkommt, falls es in Ihrer Anfragekorb kommt, dass das Dokument relevanter ist. Das ist ein induktiver Schluss. Das heißt, es wird es wird eine Regel verallgemeinert, die üblicherweise nicht immer Bestand hat. Nur weil ein Wort, nach dem Sie gefragt haben, häufig vorkommt, heißt das nicht, dass das Dokument garantiert relevant ist. Das zugrunde liegende Modell beim Datenretrieval ist deterministisch, während es beim Information Retrieval probabilistisch ist. Die besten Information Retrieval Systeme sind diejenigen, die auf die größte Zahl der Menschen hinoptimiert sind, die das System als nützlich empfinden werden, wohingegen bei einer Datenbank sie immer davon ausgehen dürfen, dass sie genau das bekommen, wonach sie gefragt haben. Ganz exakt und immer dasselbe. Das kann sich beim Information Retrieval System ändern, sobald das System weiterentwickelt wird. Wenn wir an Klassifikationen denken, dann ist das beim Datenretrieval eher so, dass eine Person, die in einer Datenbank hinterlegt ist, nach bestimmten Kriterien in der Tabelle steht. Alter, Name, Geschlecht und so weiter und so fort. Es werden bestimmte Kriterien angeführt, die müssen alle da sein und dann handelt es sich um eine Person, die einen Eintrag in der Datenbank haben kann. Während es beim Information Retrieval so ist, wenn Sie nach einer Person suchen, dann kann es sein, dass in einem Dokument Alter und Name stehen, im anderen Dokument stehen Name und Geschlecht, aber nicht das Alter und im dritten Dokument steht nur der Name oder steht etwas ganz anderes da drin. Das heißt, man hat eine lose Sammlung von möglichen Eigenschaften, die die Person betreffen. Also hier eine polythetische Situation gegenüber einer monothetischen Situation in der Klassifikation. Die Anfragesprache bei Datenretrieval ist künstlich. SQL ist quasi eine Art deklarative Programmiersprache, während wir beim Information Retrieval mit natürlicher Sprache anfragen, gerade dieser Tage, wir stellen richtige Fragen. Die Spezifikation der Anfrage, die wir beim Datenretrieval stellen, ist vollständig, das heißt, wir beschreiben das Ergebnis genau so, wie wir es haben wollen und wir bekommen auch nicht mehr oder weniger, vorausgesetzt die Anfrage ist korrekt formuliert. Während sie beim Information Retrieval der Natur nach unvollständig ist. Wir können üblicherweise das Thema, wonach wir suchen, egal wie viel Text wir da reinschreiben in die Anfragemaske, nicht perfekt umschreiben. Das macht auch diese Wahrheit der Anfragen aus. Sie können 3 Worte schreiben, Sie können 30 Worte schreiben, aber Sie werden es immer noch nicht perfekt definiert haben, weil wir meistens nach komplizierten Dingen suchen. Klar, wenn ich nach Dingen suche wie der Höhe des Mount Everest, dann brauche ich nicht viel mehr Worte. Aber das ist eine einfache Faktenanfrage und dafür hätte eine Datenbank fast schon gereicht. Während, wenn ich nach den aktuellen politischen Entwicklungen in den USA suche, wird es komplizierter, das vollständig zu definieren. Aber es gibt eine Menge von Dokumenten, die die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA repräsentieren und genau denen würde ich damit suchen. Beim Datenretrieval suchen wir nach absolut allen Einträgen in der Datenbank, die unserer Anfrage entsprechen. Wenn wir einen Eintrag nicht bekämen, wäre das ein Fehler. Während wir beim Information Retrieval auch damit leben können, wenn mal ein Dokument fehlt. Es reicht, wenn die relevanten Dokumente da sind. Das zu 100 gerankte Dokument, das nur ganz wenig relevante Informationen enthält, das ist nicht schlimm, wenn das fehlt. Beim Datenretrieval, wenn wir einen Fehler in der Anfrage machen, werden wir entweder ein falsches Ergebnis oder gar kein Ergebnis bekommen. Im Bestfall kein Ergebnis, weil wir dann wissen, dass wir die Anfrage falsch gestellt haben. Im schlechtesten Fall bekommen wir ein Ergebnis und stellen möglicherweise nicht mal fest, dass es sich um das falsche Ergebnis handelt. Das heißt, der Fehler liegt, wenn, auf der Seite des Nutzers. Das heißt, wenn wir die Frage falsch stellen, bekommen wir ein falsches Ergebnis. Beim Information Retrieval ist das eher nicht so. Wenn die Suchmaschine sehr gut darin ist, das sogenannte Query Understanding zu machen, das heißt, die Anfragen der Personen gut zu verstehen, dann ist es so, dass wir immer noch teilweise ein gutes Ergebnis bekommen können von der Suchmaschine. Das liegt auch daran, dass Sprache ambig ist und dass sie immer mehrere Dinge abdeckt. Und es wird, je mehr Dokumente durch die Suchmaschine erfasst sind, immer irgendjemanden geben, der auch eine etwas abseitigere Formulierung mal verwendet hat. Und der uns
dann, der dann ein Dokument geschrieben hat, das so im Web steht und das uns dann als Einstiegshilfe dafür dient, die Begrifflichkeiten, die wir eventuell falsch oder abseitig gewählt haben, dann doch zu korrigieren in einer Folgeanfrage. Der zweite Aspekt, von dem wir uns abgrenzen wollen, ist den der Semiotik. Hier geht es eher darum, dass wir uns nochmal anschauen, auf welcher Ebene wir uns eigentlich befinden. Dafür möchte ich eine Grafik hier nach und nach aufbauen. Ich hoffe, sie wird größtenteils angezeigt werden von dem schlechten Beamer gerade. Das werden wir gleich sehen. Im Zweifel müssen Sie es nochmal in der Vorlesung sich in den Vorlesungsfolien sich nachher anschauen. Es dreht sich um die Rolle von Informationssystemen und die Informationssysteme spielen, sind die eines Interpreten für uns. Das heißt, sie sollen die Daten interpretieren, während ein Datenretrieval-System sich mehr um die Syntax der Daten kümmert. Information Retrieval dreht sich um den Wissenstransfer zwischen Menschen im Endeffekt, Menschen, die Dokumente erzeugen und Menschen, die Dokumente konsumieren. Und dafür gibt es einen Kommunikationskanal, der über das Informationssystem ermöglicht wird. In diesem Informationskanal sind Dinge kodiert, um Nachrichten zu übertragen. Und wenn die Nachrichten ankommen, werden sie interpretiert. In der Informationswissenschaft gibt es da jetzt genau wieder unsere Daten-Informationen-Wissenspyramide und ich habe hier noch ein paar Dinge dazwischen eingefügt, die dann mehr aus der Semiotik kommen, nämlich das Sign oder Symbol und die Nachricht selbst, die in der Informationswissenschaft dann formuliert wird, durch die Zusammenstellung von kodierten Daten. Wenn wir nun also aus der Semiotik, und die Semiotik ist das Forschungsfeld, das sich darum dreht, die Art und Weise, wie Texte, also wie Symbolfolgen eine Bedeutung erhalten, zu studieren. Das Anschauen gibt es auf der untersten Ebene den sogenannten syntaktischen Layer. Das ist in der Sprache einfach die Grammatik. Wie werden Buchstaben zu Worten? Wie werden Worte zu Sätzen? Wie muss ich zusammenstellen, um tatsächlich etwas auszusagen? Und jetzt schauen wir uns diese Zeichenfolge hier an. 10-2-2018. Es gibt eine relativ naheliegende Interpretation, um was es sich dabei handelt, aber im Augenblick ist es nur eine Symbolfolge. Und wenn ich diese Symbolfolge syntaktisch korrekt und für Ihren Kontext, das heißt für Ihr Wissensspektrum, also für das, was Sie bereits wissen, syntaktisch korrekt formuliert habe, dann werden Sie schnell feststellen, okay, offensichtlich handelt es sich um ein Datum. Und wenn ich Ihnen die Symbolfolge sage, dann könnte es sich dabei sogar um das heutige Datum handeln, zumindest wenn wir gerade in 2018 wären. Das heißt, wenn Sie diese Symbolfolge übertragen bekommen, wenn ich Ihnen die nenne oder wenn ich sie Ihnen zeige hier über diesen Beamer, dann könnten Sie feststellen am Ende, okay, ist das heutige Datum oder ist ein Datum? Und das könnte die Nachricht gewesen sein. Ich wollte Ihnen auf der semantischen Ebene, das ist die nächste Ebene aus der Symbiotik, eine Nachricht überbringen, die eine gewisse Bedeutung hat. Es gibt hier noch einen kleinen Unterschied, den man einziehen kann, deswegen hier nochmal die sigmatische Ebene. Einerseits ist es auch eine semantische Ebene, aber wir fragen nicht mehr nur, wie wird das Symbol dargestellt, also wie wird das Datum dargestellt, sondern was soll die Symbolkette darstellen. Das ist die Symbolfolge, hier ist das Datum, das Objekt, das dargestellt wird, das ist dann noch auf der Datenebene ohne Interpretation. Und wenn wir dann feststellen, okay, es handelt sich um das heutige Datum, dann fangen wir an zu interpretieren, wir als Menschen, und setzen die Daten, die wir erhalten haben, in Beziehung zu anderen Dingen, die wir schon wissen, und können damit etwas anfangen. Obendrauf gibt es dann noch die sogenannte pragmatische Ebene. Hier fragen wir, warum wird dieses Datum überhaupt übertragen? Und hier sind wir dann wieder bei dem Bereich der Information. Und Sie erinnern sich, in der letzten Vorlesung habe ich davon erzählt, dass man Information auch als Frage plus Antwort kodieren kann. Habe ich den Geburtstag meiner Mutter verpasst? Und wenn die Antwort ja lautet, und ich das Ganze mit meinem Wissen in Beziehung setze, dass meine Mutter am 1.10. Geburtstag hat, Gott sei Dank, ich habe ihn nicht verpasst. Wenn das heutige Datum der zweite ist und ich mich nicht heute noch dran denke, sozusagen anzurufen.
Das heißt, Sie sehen hier, ausgehend von einfach einer beliebigen Folge von Buchstaben, wenn sie syntaktisch korrekt ist, erhalten wir etwas Interpretierbares und können mit diesem Wissen etwas anfangen. Und das Information Retrieval bewegt sich ausschließlich auf der semantischen Ebene bis hin zur pragmatischen Ebene. Alles Dinge, die bei uns im Kopf stattfinden. Wir interessieren uns natürlich auch dafür und gehen davon aus, dass die Daten, die wir in das System reingeben, hoffentlich vernünftig kodiert sind. Da werden wir später noch sehen, dass es da Probleme gibt auf ganz basaler Ebene. Insbesondere, wenn diejenigen, die die Daten erzeugen, sich nicht so viel Mühe geben. Aber wir müssen uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, dass wir versuchen, Systeme zu bauen, die den Menschen dabei helfen oder die auch anfangen, Daten zu interpretieren und den Menschen dabei ein wenig helfen. Dann noch die Beziehung zu Machine Learning und Data Mining. Hier fangen wir an mit der explorativen Datenanalyse und im Kern der explorativen Datenanalyse steht erstmal ganz grob die statistische Analyse, ausgehend von sauberen Daten und der Evaluierung von Hypothesen mithilfe von statistischen Tests. Darauf aufbauend gibt es das Machine Learning, das versucht, aus Beispielen verallgemeinerbare Regeln zu erlernen, induktiv zu schließen. Und darauf aufbauend wiederum das Data Mining, bei dem wir versuchen, ohne schon zu wissen, was wir genau erlernen wollen. Beim Machine Learning ist es eher so, dass wir ein klares Ziel vor Augen haben. Beim Data Mining suchen wir in Daten nach Mustern. Und hier geht es dann schon in sehr große Datenmengen, das heißt insbesondere Datenmengen, bei denen wir nicht mehr in der Lage sind, manuell einzugreifen, sondern wir versuchen aus großen Datenmengen etwas zu erlernen, was dann gegebenenfalls, wenn man es weiter runterreicht, zu spezifischeren Problemlösern führen kann. Und all das dient insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in anderen Bereichen der Entwicklung von sogenannten Decision Support Systemen und Knowledge Discovery, das heißt Wissensmanagement System. Das Ganze wird vollständig durch die deskriptive Datenanalyse. Das heißt, hier beschreiben wir einfach nur die Daten, die da sind. Datenaggregierung, Informationsvisualisierung, letztendlich sind das Techniken, die hier insbesondere in den höher geordneten Feldern eingesetzt werden. All das zusammen beschreibt die Analyse, das heißt das Auseinandernehmen von größeren Zusammenhängen, um es besser zu verstehen. Das Ganze lässt sich auch an den semiotischen Ebenen ausrichten. Hier ganz unten Syntax, dann größtenteils einfach Datenanalyse, sigmatische Ebene ohne Interpretation. Und wenn wir dann an Entscheidungsfindungssysteme und Wissenssysteme herangehen, dann sind wir auf der semantischen Interpretationsebene. Information Retrieval ist hier noch nicht genannt. Beim Information Retrieval geht es nicht um etwas, es ist im Kern im Prinzip eine Analyse, die im Information Retrieval System stattfindet, aber das Information Retrieval System selbst soll uns bei etwas anderem dienen. Es soll uns dazu dienen, etwas Neues zu erschaffen. Wenn Sie ein Ziel haben, wenn Sie eine Aufgabe lösen, dann erschaffen Sie üblicherweise etwas Neues, ein neues Dokument. Sie lösen die Aufgabe, schreiben das auf. Dieses Dokument hat vorher noch nicht existiert. Selbst wenn Sie eine Aufgabe lösen, die jemand anders vorhin schon mal gelöst hat. Aber üblicherweise erzeugen Sie etwas Neues. Sie machen eine Synthese. Und die Synthese kann nur dann gelingen, wenn Sie Informationen, die Sie benötigen, auch bekommen können. Und da setzt das Retrieval an. Das heißt, das Retrieval baut letztendlich komplett auf dem Information Retrieval auf. Damit sind wir am Ende der Abgrenzung und ich würde jetzt der Vollständigkeit halber nochmal einen kurzen historischen Abriss zum Information Retrieval geben. Da gehen wir vielleicht ein bisschen schneller durch, ein paar Minuten, einfach nur, dass Sie ein bisschen Idee davon bekommen, worum es sich handelt. Ja, aber es ist noch eine Frage. Erstmal nicht, wobei es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Okay, ja. Ne? Weil mit den Sprachmodellen und dem Einzug von Sprachmodellen in Suchmaschinen, erst seit 2022, seit OpenAI ChatGPT erfunden hat, ist das denkbar, dass tatsächlich ein Retrieval-System auch noch
eine Komponente bekommt, die aus existierenden Daten und Wissen ein neues Dokument komponiert, das ihnen direkt hilft, das vorher noch nicht existiert hat. Das soll zum Beispiel ein System wie Copilot oder wie ChatGPT, wenn es denn auch sucht, eigentlich lösen für Sie. Ja. Aber das klassische Information Retrieval, das erzeugt keinerlei neue Informationen. Nein. Das Suchergebnis ist nur eine Liste und man kann zwar sagen, dass dieses Dokument für Sie erzeugt wird, aber es erfüllt in dem Sinne keinen Zweck, wenn Sie nicht wissen, wonach Sie gesucht haben und warum Sie danach gesucht haben. Gut, historischer Hintergrund zum Information Retrieval. Das Information Retrieval ist sehr alt. Informationssysteme gibt es, seit es Bibliotheken gibt. Und hier nur ein Beispielbild einer sehr alten Bibliothek. Der Bibliothek von Alexandria ist auch keine echte, in Anführungszeichen, Darstellung, weil, soweit ich weiß, hat es niemanden gegeben, der das Bild aufgezeichnet hat, der ein Bild über der Bibliothek von Alexandria gemalt hat, beziehungsweise die wurden nicht überliefert. Es gab noch viel früher Bibliotheken und im Prinzip, seit die Leute angefangen haben, Dinge auf Steintafeln zu ritzen, Informationen darauf niederzulegen, gab es das Bedürfnis, diese Informationen zu sichern, zu sammeln und für spätere Verwendung zugreifbar zu machen. Und so sind Bibliotheken letztendlich entstanden. Sammlungen in Bibliotheken wurden immer größer und die Bibliothek von Alexandrien in Ägypten 300 vor Christus war sicherlich eine der herausragenden Beispiele seiner Zeit. Es gab auch größere Bibliotheken der Sumer noch weiter in der Vergangenheit, in denen sehr viele Schriftrollen in dem Fall gesammelt wurden. Das heißt Papyri aufgerollt, in vielen Regalen zusammengetragen. Es gibt verschiedene Schätzungen, es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber man spricht von 400.000 bis 700.000 Schriftrollen, die dort hinterlegt und gesammelt wurden. Soweit ich weiß, alle Schiffe, die dort anlegen und Handel treiben wollten, mussten alles, was sie an schriftlichem Material hatten, abgeben, den Kopisten der Bibliothek und konnten, das war im Prinzip eine Art Steuer, die mit zu entrichten war, um dort Handel zu treiben. Und auf diese Weise ist die Bibliothek immer weiter gewachsen. Rege Akquise von Wissen im Endeffekt. In der Bibliothek haben sehr viele sehr bekannte Persönlichkeiten gelebt und gearbeitet. Archimedes, Aristarchus und die alle verschiedene starken Einfluss auf die Wissenschaft hatten. Auch hier muss man natürlich sagen, all die bekannten Namen hier, Archimedes, Aristarchus, Euklid, Theophilus und so weiter, das sind alles natürlich sehr klingende Namen, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es für viele dieser herausragenden Persönlichkeiten auch noch andere gab, die an anderen Stellen gewirkt haben. Nichtsdestotrotz, die Bibliothek von Alexandrien war ein Zentrum des Wissens. So etwas, was man heutzutage auch Universität nennen könnte. Zu dem Zeitpunkt eher noch als Museion bezeichnet, vielleicht eher ein Vorläuferbegriff des Museums, aber im Großen und Ganzen hat auch ein Museum sehr viel mit Wissenssammlung zu tun. Eine herausragende Persönlichkeit, die dort gelebt hat, war Kallimachus. Und nach allem, was man weiß, war er der Erste, der mal auf die Idee gekommen ist, diese unzähligen Schriftrollen, zu damaliger Zeit unzählig, 400.000, mal alle durchzugehen und eine weitere Schriftrolle zu erzeugen, die sogenannten Pinakes, in der er einen Index sozusagen erzeugt hat, in der er aufgeschrieben hat, was ist der Titel der Schriftrolle, wer hat sie geschrieben und was sind die ersten paar Zeilen, die dort drinstehen. Damit man eine schnellere Idee davon bekommt, indem man das eine Dokument studiert, was denn alles der Bestand der Bibliothek ist. Und im Endeffekt hat sich dieses System bis zum heutigen Tage durchgesetzt und erhalten. Man spricht von sogenannten Kartenkatalogen in Bibliotheken. Bibliotheken haben seit Anbeginn bis heute immer noch werden solche Kartenkataloge gepflegt. Eine Karte enthält drei wesentliche Informationen. Das sind einerseits die Autoren, andererseits der Titel des Buchs und drittens Subject-Deskriptoren, das heißt inhaltsbeschreibende Wörter nach einem sogenannten spezifischen Klassifikationsschema. Das Dewey Decimal System ist eins der bekanntesten. Diese Karten werden mehrfach erzeugt. Eine Karte
wird erzeugt. Also es steht auf jeder Karte immer dasselbe, aber einmal wird die Karte erzeugt mit Bezug auf den Autor und die wird dann halt in einem Kartenkatalog, wo der Autor drin steht, abgelegt. Einmal wird die Karte bezüglich des Titels des Buchs kopiert und dort entsprechend in einer anderen Kartenkatalog einsortiert und einmal wird die Karte bezüglich der Subject-Deskriptoren kopiert und dann in einem dritten Kartenkatalog abgelegt, in dem man danach suchen kann. Das heißt, wenn man nach einem Autor sucht, kann man ihn schnell finden, kann man die Karte schnell finden. Wenn man nach einem Titel sucht, kann man die Karte schnell finden und weiß dann, wo das Buch ist in den Regalen. Oder wenn man nach einem bestimmten Thema sucht, kann man alle Karten zu dem Thema finden. Das erzeugt natürlich automatisch Probleme dieser Art der Wissensorganisation, aber es war das Beste, was man sich hat einfallen lassen und es hat Bibliotheken und Bibliothekare lange Zeit vorangetrieben und das wurde sehr, sehr weit getrieben, auch auf sehr analoge Weise. Das könnte ein sehr großer Kartenkatalog gewesen sein, hier ein Bild der Library of Congress und das ist noch nicht mal alles. Millionen solcher Karten wurden verwaltet zu dem Zeitpunkt, als noch alles analog geschehen ist. Eine wirkliche Sisyphusarbeit, muss man sagen, insbesondere auch sicherzustellen, dass dann wirklich alles an der richtigen Stelle ist. Und da darf nichts durcheinander geraten, sonst wird das Buch nie wieder gefunden. Ich meine, die Probleme, die damit einhergehen, sind eindeutig. Wie gesagt, hier nochmal als Anmerkung, bis heute werden solche Karten gepflegt. Sie können das beobachten live online bei der World Cut Organisation, wo im Prinzip ein großer Zusammenschluss von Bibliotheken immer noch die Karten digital einpflegt, die den Bestand der verschiedenen Bibliotheken beschreiben und dort konsolidiert. Man kann immer noch auf diese Weise nach dem Bestand von Bibliotheken suchen. Kein Problem. Insbesondere, weil es auch noch viele, viele Werke in Bibliotheken gibt, die nicht digitalisiert sind. Das heißt, die kann man auf andere Weise nicht finden. Nun ja, drei Fragen hier an Sie. Was ist das Problem, wenn ich nur nach Autor sortiere, die Karten? Für Sie als Informationssuchende? Ja, so ist es. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wer was geschrieben hat, wenn ich nicht weiß, wer schon Experte für etwas ist, dann werde ich das Werk von dieser Person nicht finden. Wenn wir die Bibliothekskarten nach Thema sortieren wollen, was müssen wir dafür erledigen? Stellen Sie sich ein großes Werk vor, dicker Schinken. Richtig? Wir müssen die Themen herausschreiben. Wenn ein Werk mehr als ein Thema beinhaltet, was muss dann passieren? Ja? Richtig, genau. Es müssen mehrere Karten abgelegt werden. Die müssen synchron gehalten werden. Wenn sich irgendeine Information ändert, dann müssen die auf allen Karten gleichzeitig geändert werden. Viel Spaß, kostet Zeit und Nerven, das sicherzustellen. Natürlich, wenn das jetzt alles digital hier läuft, ist es kein Problem mehr, aber zur damaligen Zeit definitiv schon. Wir können nun also, ganz toll, Bücher bezüglich Autor, bezüglich Titel und bezüglich der Themen, die darin verhandelt werden, finden. Was fehlt denn noch? Reicht das nicht? Irgendwas fehlt. Ja. Ja, genau. Man könnte jetzt andere Metadaten finden, das ist okay. Aber ich löse es mir mal auf. Die Themen sind natürlich nicht umfassend, das sind allgemeine Themen. Also es ist eine Kategorisierung von 10 Oberthemen, die dann jeweils wieder in, jedes Thema ist dann wieder in 10 Unterthemen unterteilt und dann nochmal hierarchisch, bis man dann irgendwie so eine halbwegs brauchbare Themenhierarchie hat, die nahezu alles abdeckt, worum sich ein Buch drehen kann. Aber das spezifische Thema eines Buchs ist darin nicht abgebildet. Es mag sein, es handelt sich um ein Biologiebuch, das sich um RNA dreht. Okay. Aber dass es sich um die Erzeugung von RNA durch ein bestimmtes Protein dreht, das wird da nicht abgebildet sein. Und das bedeutet, wenn ich nach diesem Buch suche, wenn ich das brauche, aber nicht weiß, wo genau es ist, und dann hunderte oder tausende Bücher, die sich irgendwie mit RNA auseinandersetzen, durchsuchen muss, dann habe ich immer noch eine Riesenaufgabe. Das heißt, was hier fehlt, ist alles andere, was in dem Buch drinsteht. Am liebsten würde man sich, und das ist natürlich aus heutiger Sicht gesagt, wünschen, dass im Prinzip alles, jedes Wort
irgendwie ein Thema ist und die Karte entsprechend so häufig multipliziert wird, wie Wörter in dem Dokument stehen. Man hat natürlich schon, bevor es Computer gab, versucht, das Ganze zu beschleunigen, zu automatisieren. Hier mit Hilfe von Punchcards, kennen Sie so Lochkarten vielleicht noch, wie sie früher bei Mainframes nötig waren oder haben Sie vielleicht mal schon gehört. Und Mikrofilm, das heißt, ein Dokument wird auf Mikrofilm abgebildet, dann gibt es hier ein Muster, das verschiedene Wörter, also Subjects, beinhaltet. Und wenn man nach etwas sucht, anstatt dann in den Kartenkatalog zu gehen, hat man halt eine Lochkarte entsprechend vorbereitet, sie in ein System platziert. Und wenn das Dokument exakt dieselbe Lochung hatte wie die Karte, wurde der Lichtstrahl hier aufgehalten. Der Fotorezeptor hat dazu geführt, dass der Stromkreis nicht mehr geschlossen werden konnte. Und dass der Mikrofilm, der einfach durchlief zur Suche, hält an, sodass man dann entsprechend das Dokument auf dem Display projiziert gesehen hat. Auf der Mattscheibe in dem Fall. Wurde patentiert, gab eine Reihe von solchen Erfindungen. Dieses System wurde, soweit ich weiß, nur prototypisch gebaut. Aber es gab andere Systeme, mit denen experimentiert wurde, um da schneller vorwärts zu kommen. Also Mikrofilm war definitiv ein ganz großes Ding, auch in Bibliotheken. Und einer der Vordenker des Information Retrievals, schon 1945, das heißt kurz nach oder während des Krieges, war Vannevar Bush, ein US-Amerikaner, der für die Regierung gearbeitet hat, auch im Kriegseinsatz in dem Zusammenhang. Und der hat sich überlegt, wie können wir mit der wachsenden Flut an Dokumenten, die gesammelt werden, umgehen. Der hat dabei eine ganze Menge vorhergesehen, nämlich im Prinzip die komplette heutige Arbeitsumgebung, die wir haben. Kann man an dieser netten kleinen Grafik sehen, die er gezeichnet hat. Im Herzen des Schreibtisches hier ein Gerät, wie ich es vorher beschrieben habe, so ein Mikrofilmgerät. Da oben drauf eine Reihe von Bildschirmen, die damit verbunden sind. Ein Bildschirm zeigt das Dokument an. Ein Bildschirm erlaubt es mir, Eingaben zu machen, das Dokument zu kommentieren. Ein dritter Bildschirm zeigt mir Metainformationen an zu dem Dokument. Ich kann also retrieven, ich kann kommentieren, ich kann browsen in verschiedenen Dokumenten und ich kann kreuzreferenzieren zwischen verschiedenen Dokumenten. Wenn man noch einen drauflegen wollte, gleich noch modernes Live-Logging obendrauf, die Kamera, die uns dabei beobachtet, wie wir arbeiten und gegebenenfalls daraus dann das Retrieval verbessert. Das haben wir heute noch nicht, aber wer weiß, wir sind nah dran. Die Überwachung in Anführungszeichen findet ja auf andere Weise statt. Und ich spreche jetzt nicht von Überwachung im negativen Sinne, sondern von Überwachung in dem Sinne, dass die Systeme ja durchaus auch dazu geeignet sind, wenn sie denn wissen, was wir gerade vorhaben, uns schneller zum Ziel zu führen. Hat er alles vorhergedacht, kann man hier in dem schönen Atlantik-Artikel nachlesen, den ich hier verlinkt habe. Ist ganz interessant. Dann gibt es noch die ersten Referenzen zu digitalisiertem Retrieval hier von Holmström auf einer Konferenz der Royal Society kurz nach dem Krieg wurde dann davon gesprochen, dass es eine Maschine gab, die auf Basis der damals neu entstehenden Computersysteme gebaut wurde, den UNIVAC, der in der Lage wäre, anscheinend auf einem Stahltape mit einer Rate von 120 Wörtern pro Minute zu suchen. Großartig. Ne? Aus heutiger Sicht natürlich nicht sehr schnell, aber aus damaliger Sicht wäre das natürlich schon ein Fortschritt gewesen. Das erste Mal, dass Information Retrieval tatsächlich als Begriff gefallen ist, hat Mercier in einem Dokument den Begriff geprägt und man sprach zu dem Zeitpunkt auch schon vom heute eigentlich allgegenwärtigen Information Overload. Wissen Sie, was das ist? Information Overload? Haben Sie eine Idee, was man damit gemeint sein könnte? Ja, dass man zu viele Informationen hat, dass man die richtigen nicht findet. Ja, genau. Es gibt so viele Informationen im Web, wir sind überfordert. Dafür, ohne Suchmaschine wäre das Web unbenutzbar. Oder irgendjemanden, der uns Empfehlungen gibt über tolle Sachen, die wir noch nicht so gefunden haben. Also das heißt, in dem Sinne, Information Overload war aber damals auch schon ein Problem. In der Forschung, insbesondere hier in der Chemie, die gesammelten Werke der Chemie wurden in sogenannten Books of Abstracts zusammengefasst. Das heißt, nur die Anfänge, nur die Kurzzusammenfassungen, die von den Autoren produziert werden sollten für jedes Papier, das veröffentlicht wurde, wurden in Büchern zusammengefasst.
und die verschiedenen Volumes enthielten dann 180.000, 184.000 zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kurze Zeit später, ein paar Jahre später, hat sich die Zahl schon verdoppelt und Sie sehen hier exponentielles Wachstum. Wenige Jahre später wurde schon projiziert, dass man mit Millionen solcher Apps direkt umgehen müsste. Und jedes Mal, wenn ein Forscher oder eine Forscherin irgendetwas wissen wollte, müsste man diese ganzen Abstracts alle wälzen, um zu sehen, ob es nicht schon mal jemanden gab, der das schon mal gemacht hat. Related Work Suche. Dafür brauchte man dringend eine Lösung. Und dafür hat auch das Bibliothekssystem nicht mehr ausgereicht. Nun, im Prinzip seit Beginn der zivilen Nutzung von Computern wird darüber nachgedacht, wie kann ich das Information Retrieval Problem, das Problem von Bibliotheken, besser lösen. Und eine der ersten Ideen, ich darf mich nochmal entschuldigen, der Text, der hier steht, den müssen Sie sich nochmal anschauen auf den Folien, wenn Sie da Interesse haben, ist jetzt nicht ganz so entscheidend für später, danach, das werde ich Sie nicht abfragen, ne, aber einfach nur des Interesse halbers. Die ersten, die dann gesagt haben, man könnte ja so etwas machen, das Coordinate Indexing heißt oder von dem klassischen Subject Indexing, das heißt mit einem starren Vokabular an Themen weggehend, man könnte ja auch einfach ein paar Terme aus den Dokumenten hinzufügen. Das war der Merz, der hat das vorgeschlagen beim Coordinate Indexing und der hat insbesondere auch gleichzeitig noch vorgeschlagen, dass man ja auch Boolean Retrieval machen kann. Also das heißt, man kann mit Hilfe von Boolschen Anfragen, das heißt der Zusammenstellung von Termen mit und oder, doch diese Dokumente dann aus dem Index wieder hervorfischen. Das hat er vorgeschlagen, kann man entweder digitalisiert machen, aber er hat es auch als analoge Weise der Vorgehensweise, das heißt auf Kartenkatalogen vorgestellt. Hat für Aufsehen gesorgt, weil die Bibliothekswissenschaften sich dachten, aber warum, unser Zeug funktioniert doch. Es wurde in Frage gestellt, dass das Abweichen von diesem starren System der Themen wirklich eine gute Idee ist, dass es die Sache erleichtert. Und in dem Zusammenhang, ich springe einmal hier nach vorne, haben erst die sogenannten Cranfield-Experimente von Cyril Cleverden gezeigt, dass tatsächlich das Indizieren aller Wörter im Dokument, die irgendwie inhaltstragend sind, ein besseres Suchergebnis liefert, als einfach nur bestimmte Themen herauszugreifen und danach zu suchen. Das heißt, die Leute finden die Dokumente besser und schneller. Das hat für Aufsehen gesorgt deshalb, weil natürlich jahrhundertelange Praxis in den Bibliotheken in Frage gestellt wurde. Die Leute haben ihr ganzes Leben so verbracht, Bücher nach Subjects zu indizieren und in Kartenkataloge einzutragen. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, gibt hier so einen Computer und wenn man da einfach ein Wort eintippt, egal was, dann findet man das passende Dokument. Das ist revolutionär. Also wirklich, ne, die Leute haben da gesessen und das ist ein bisschen bescheuert. Das ist doch Quatsch, das kann doch gar nicht funktionieren. Das war die Reaktion und es mussten tatsächlich eine ganze Reihe von Replikationsstudien durchgeführt werden, bis die Leute dann angefangen haben zu glauben, dass das tatsächlich besser ist. Im Nachhinein verrückt, aus heutiger Sicht völlig undenkbar, auch wenn aus heutiger Sicht auch im Web noch versucht wurde, mit Kartenkatalogen oder etwas Ähnlichem zu arbeiten, den sogenannten Web Directories, aber nichtsdestotrotz. Zweiter revolutionärer Gedanke, man könnte die Dokumente ja nicht einfach alle der Reihe nach, so wie sie gerade kommen, oder alphabetisch dem Autor nachliefern, sondern man könnte sie ja auch in eine Reihenfolge bringen bezüglich der Relevanz. Loon hat vorgeschlagen, der bei IBM zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, dass man ja die Häufigkeit des Vorkommens von Wörtern heranziehen könnte, als Heuristik dafür, wie relevant das Buch bezüglich des Themas des Wortes ist. Termgewichtsmaß, Term Frequency. Frequenz, Term Frequency, nicht mit Frequenz übersetzt, sondern mit Häufigkeit, Term Häufigkeitsbasiertes Ranking. 1960 war geprägt von einer Person, einem Forscher, Gerard Salton, der hat unglaublich viel beigetragen mit seiner Arbeitsgruppe und im Prinzip das Information Retrieval als Forschungsfeld etabliert, das Ganze dann auch in zahlreiche Computersysteme, insbesondere das Smart System, einfließen lassen und letztendlich hat es dazu geführt, dass später die Special Interest Group for Information Retrieval, SIGIR, einen ganzen Award nach ihm benannt hat und er ist auch der erste Preisträger gewesen tatsächlich. Er hat insbesondere vorgeschlagen, dass wenn man schon Dokumente als Vektoren darstellt, in einem Vektorraum,
dass man die Cosinus-Ähnlichkeit ja verwenden könnte. Das heißt, den Cosinus des Winkels zwischen den Vektoren, um die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen Dokumenten festzustellen. Oder zu messen. Dann in den 70ern die sogenannte Inverse Document Frequency, hier von Kerensberg-Jones vorgeschlagen, ist ein Zusatz zur Term Frequency. Bei der Inverse Document Frequency geht es darum, zu messen, wie häufig ein Wort in allen Dokumenten vorkommt. Und wenn ein Wort in allen Dokumenten vorkommt, dann kann es nicht zur Unterscheidung der Dokumente dienen. Nehmen Sie etwas Banales wie einen Artikel, der, die, das, kommt überall vor, ist ein Goethe Sprachevorgang, trägt auch keine Bedeutung, kann nicht dazu dienen, ein Dokument als relevanter zu empfinden als ein anderes. Während wenn ein Wort nur in wenigen Dokumenten vorkommt und ich zufällig nach diesem Wort suche, dann müssen diese Dokumente wohl die relevantesten sein, mit. Und das zusammen mit der Termhäufigkeit hat nochmal zu einer dramatischen Verbesserung des Retrievals geführt, zu einem Maß, steht ja auch nochmal, wenn Sie es dann in den Folien sehen, TF-IDF, hören wir später nochmal. Dann 77, wir haben eben gehört, Information Retrieval ist probabilistisch, das Probability Ranking Principle von Stephen Robertson eingeführt, der sagt, das beste Retrieval-System ist das, das für eine bestimmte Anfrage oder für jede Anfrage, die es bekommt, das Ranking an Dokumenten ausgibt, das die Wahrscheinlichkeit, dass das relevanteste Dokument oben steht, maximiert. Er spricht hier von Wahrscheinlichkeit, weil wir aufgrund der Wahrheit der Anfragen immer nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen können. Wir können nicht sagen, dass etwas garantiert ein Suchergebnis erfüllt im Allgemeinen. Und gleichzeitig muss ja auch eine Einschränkung mit einhergehen, nämlich die, dass immer nur eine große Zahl von Personen betrifft, die Mehrheit der Personen, für die etwas nützlich ist. Nicht notwendigerweise Leute, die nicht ganz zur Mehrheit gehören, die andere Anforderungen und Wünsche haben. Bis hierhin hat man einfach nur gesagt, okay, wir nehmen alle Worte einzeln aus den Dokumenten und Keith van Rijsbergen hat dann noch vorgeschlagen, ja, aber Worte kommen in Dokumenten doch nicht unabhängig voneinander vor. Es gibt Phrasen, Lord of the Rings ist eine Phrase, die für sich für etwas steht und wenn ich nur Lord the Rings eintrage, dann finde ich vielleicht das passende Dokument, aber ich finde auch andere Dokumente. Man sollte doch die Termabhängigkeit mitmodellieren bei Retrieval-Modellen. Die 90er sahen dann eine Reihe von weiteren Innovationen auf Basis von TF-IDF, das heute immer noch sehr wichtige Modell BM25, aber auch die Anwendung von Algebra, um Information Retrieval zu betreiben und Vektorräumen umzugehen, Latent Semantic Indexing, die Anwendung von natürlicher Sprachverarbeitung, um die Texte besser vorzuverarbeiten, das Stemming, da hören wir noch von, nämlich das das Verarbeiten von Beugungen bezüglich verschiedener Worte. Es gibt ja, wenn man alle Wörter aus Dokumenten verwendet, tauchen die in verschiedenen Beugungen auf und wenn man die wegnormalisiert, kann man die Häufigkeit eines bestimmten Konzeptes besser messen. Learning to Rank, die Ausnutzung von Feedback, das der Nutzer gibt über die Relevanz von Dokumenten, um die Dokumente im Nachhinein besser zu ranken. Also hier Machine Learning, was später zur Query-Log-Analyse führte in ein paar Jahren sozusagen. Und natürlich die Evaluierung, die systematische Evaluierung auf Basis dessen, was Cyril Cleverden schon in Cranfield gemacht hat, in Form einer größeren Konferenz, TREC, die hier dann erstmals stattgefunden hat in 92 und sehr wichtig geworden ist. Mitte der 90er ist dann das Web dazugekommen und da wurde der Information Overload erst richtig klar und die Notwendigkeit, Suchmaschinen zu bauen. Bis hierhin, bis in die 90er Jahre, obwohl schon in den 50ern oder 60ern klar war, dass Ranking von Dokumenten in Suchmaschinen eine gute Idee ist, um eine bessere Suchmaschine zu bauen, wurden trotz allem keine rankenden Suchmaschinen in Bibliothek verwendet. Größtenteils die klassischen Boolean-Suchmaschinen, wo man einfach Boolean-Anfragen mit und oder verknüpft reingibt und die Dokumente dann einfach zum Beispiel in Datumsortierung herauskommen, wie bei einer Datenbank. Das heißt, bis in die 90er hat man die Forschung ignoriert in dem Zusammenhang. Erst das Web hat gezeigt,
Und das massive Wachstum des Webs in den 90ern hat gezeigt, dass man ohne Suchmaschinen nicht mehr klarkommt. Es entstehen die ersten Websuchmaschinen, die auch anfangen, das Web zu crawlen, das heißt spezielle Software verwenden, um Dokumente im Web überhaupt erst zu finden, um sie dann zu indizieren, damit dann jemand sie wiederfinden kann. Es kamen Ideen auf, kleine und große Ideen, zum Beispiel, wie kann ich eine Webseite beschreiben, auf der nur ein Bild zu sehen ist. Ich kann die Links zu der Webseite auswerten und was in diesen Links drinsteht. Üblicherweise schreibt jemand hin, oh, hier ist das tolle Bild einer Katze, das ich gesehen habe, und schon habe ich eine Beschreibung für die Webseite, die aber auf einer anderen Webseite steht und ich muss das erst analysieren. Sie haben bestimmt schon von PageRank gehört, dem Algorithmus, der Google zum Erfolg verholfen hat, als es dann 97, 98 an den Start gegangen ist. Ich habe das erlebt, also ich kann noch der Opa sein, der aus der Vergangenheit berichtet, vom vorigen Krieg sozusagen. Und als damals Google das erste Mal bei mir auf dem Schirm erschienen ist und ich angefangen habe, das zu benutzen, das war ein Aha-Erlebnis im Vergleich zu den Suchmaschinen, die vorher da waren. Man merkte, oh, es gibt ja relevante Dokumente. Also nicht, dass ich in diesen Worten gedacht hätte, aber oh, das funktioniert ja. Google war erfolgreich. Google waren auch die Ersten, die dann abgegangen sind von so extremen Portalseiten, die vollgestopft mit allen möglichen Informationen und Links und die einfache Suchbox, nichts anderes, ins Zentrum gestellt haben. Inzwischen ist Google auch wieder total verklattert. Aber das war zu dem Zeitpunkt auch eine Wette sozusagen, die Gründer eingegangen sind. Und naja, in dem Zusammenhang hatten sie halt Glück oder Erfolg, je nachdem. Andere Idee, Maximum Marginal Relevance, was bedeutet das? Es nützt mir nichts, wenn ich im Web sind alle möglichen Dokumente massiv repliziert. Es nützt mir nichts, wenn ich dasselbe Dokument, wenn es denn sehr relevant ist, 10-mal im Suchergebnis sehe und dann immer drüber scrollen muss. Wäre doch schön, wenn ich verschiedene Dokumente sehe, die verschiedene Aspekte von Relevanz abbilden. Insbesondere auch, weil wir gesehen haben, dass sowohl meine Anfrage verschiedene Interpretationen haben kann, als auch, dass meine, wie heißt es, meine, die Suchergebnisse, die Dokumente, die ich bekommen könnte, durchaus für verschiedene Dinge relevant sein können. Sprachmodelle wurden sehr früh vorgeschlagen, dass man sie doch als Retrieval-Modell verwenden könnte. Das sind die statistischen Sprachmodelle, die es vor den neuronalen Netzen gab. Aber letztendlich ist das die Grundlage, das ist jetzt hier auf der Folie auch zu sehen, aber leider die Grauauflösung nicht gut genug. Neuronales Information Retrieval und BERT spielen hier dann jetzt eine große Rolle. Und zu guter Letzt die Idee der Auswertung von Querylogs, um die Suche zu verbessern. Das ist das, was die großen kommerziellen Suchmaschinen, Google, aber auch Bing, besser machen als alle, die man sich selber bauen kann. Sie haben eine große Nutzerschar, sie zeichnen alles auf, was die Nutzer auf der Webseite tun und werten diese Signale aus, um die Suchmaschine zu verbessern, um relevantere Ergebnisse zu liefern. Das war jetzt ein schneller Ritt durch die Geschichte, durch die wesentlichen Meilensteine im Information Retrieval. War ein langer Weg und es geht auch noch weiter offensichtlich. Die nächste Revolution steht an. Wir haben eine ganze Menge von Suchmaschinen, kleine und große, jetzt gesehen. Und es kommen sicherlich, einige davon gehen wieder weg, andere kommen dazu. Wer weiß, ob es irgendwann mal den sogenannten Google-Killer gibt. Das heißt, irgendein System, das dem Suchgiganten Google Paroli bieten kann in Zukunft. Ist alles denkbar. Ist nicht gesagt, dass Google für die Ewigkeit ist. Und alles dreht sich nur darum, dass wir, und diese Box sehen Sie jetzt hier nicht, aber hier ist eine Box drin, dass wir in dieser Box einfach ein paar Wörter eintippen können, seien es einzelne Wörter, sei es ein ganzer Satz und ein Ergebnis bekommen. Nur darum dreht sich in der ganzen Zeit. Das, was dann jetzt noch kommt, sind eventuell Sprachmodelle. Hier wird repräsentiert durch den Alexa-Bot, aber kann auch genauso gut sein, dass wir hier an der Stelle ChatGPT bald sehen werden. Und ich habe die Folien eigentlich auch schon in dieser Hinsicht geupdatet. Hier ist noch eine alte Version. Auf der Webseite sehen Sie die aktuelle. Sollten Sie eigentlich. Ich kann es nochmal laden hier zur Sicherheit. Ja. Schiff-Reload hat es gebracht. Kleine Updates. So, damit wären wir am Ende dieses Teils. Und wir gehen direkt über in die Architektur.
So, wir wären jetzt eigentlich am Ende der Vorlesung. Wenn Sie gestatten, würde ich doch ein bisschen machen wegen dem Delay vorne. Wir haben ja eigentlich den 4-Stunden-Slot. Ist das okay oder können Sie nicht mehr? Die Übung kommt auch danach. Tim müsste eigentlich auch gleich kommen. Wenn Sie jetzt natürlich vorne was essen gehen wollen, können Sie auch das machen. Dann würde ich mir noch ein paar Minuten von der Übung abzwacken und dann die Vorlesung noch fortsetzen dann. Für Sie ist das okay. Okay, dann würde ich, also wie sieht es bei den anderen aus? Können Sie noch oder lieber jetzt kurz Pause und wir machen gleich weiter? Können wir weitermachen. Alles klar, ja gut, dann machen wir weiter. So, die Aufzeichnung müsste eigentlich noch laufen. Tut sie. Gut, ich hoffe, sie sitzt immer noch. Ich stoppe sie und starte sie nochmal zur Sicherheit.